Ich begrüße euch zur 6. Folge von The Night of the Rabbit. In der letzten Folge haben wir hier im Café mit dem Maulwurf und der Maus gesprochen. Wir haben, glaube ich, hier alles erledigt, was man erledigen kann. Guck mal nochmal. Wir können hier noch das Käserad angucken. Da hängt ein Zettel. Dieses Käserad hat einer unserer Gäste liegen gelassen. Da es seit 3 Jahren vergeblich auf Abholung wartet, dürfen sich nun alle Gäste kostenlos bedienen. Liebste Grüße, Anja. Kostenlos? Super! Oh Mann, der Käse ist steinhart. Das erinnert mich irgendwie an Monkey Island 3. Eine Sache haben wir vergessen. Wir können auch mal, wenn er da immer hinten durch die Tür geht, können wir ja auch mal durch die Tür gehen. Die Tür ist jetzt offen. Hey, du! Das ist Privatbesitz! Raus aus dem Garten! Oh oh. Na? Habt ihr den erkannt, den Hasen? Könnt ihr mal raten, wer diesen Hasen eben gesprochen hat? Na, dann gucken wir mal durch dieses runde Fenster. Hier kann man ins Rathaus gucken. Das alte Eichhörnchen Jonathan hat mich schon gesehen. Er winkt mit dem Spazierstock. Ich glaube, der hat Angst, dass ich durchs Fenster ins Rathaus einsteige und drinnen über seine Bücher laufe. Würde ich nie machen. Zumindest nicht, solange mich dabei jemand sieht. Ist eine gute Einstellung. Wenn Unfug machen, dann muss einen schon keiner sehen. Gehen wir mal zur merkwürdigen Kristallstatue. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Es gibt noch eine Besonderheit in diesem Spiel. Nämlich man kann, glaube auf jedem Bild oder auf jeder Szene gibt es diese Tautropfen hier, die so aufblinken und so. Die kann man sammeln. Das werden wir jetzt mal tun. Du hast einen magischen Tautropfen gefunden. Was es mit diesen Tropfen wohl auf sich hat? Oh! Hier ist noch einer. Noch so ein Tropfen. Und hier sehe ich auch noch einen. Noch so ein Tropfen. Jetzt sprechen wir mal mit Kirchenmaus Junior. Hallo, ich bin Jerry. Junior? Keine Antwort. Hallo! Junior. Er ist schüchtern. Kommen Sie näher, bewundern Sie mehr, aber passen Sie auf, dass Ihnen die Augäpfel drin bleiben. Obwohl das auch kein Problem wäre, denn wir haben hervorragende Glasaugen unter all den Dingen, die Sie hier verboten günstig erstehen können. Verboten günstig bei Kirchenmaus und Sohn. Glasaugen? Und noch viel mehr! Bei den wandernden Händlern Kirchenmaus und Sohn gibt es alles, was sie schon immer haben wollen werden und brauchen werden, obwohl sie nicht wissen, dass sie es wollen werden oder brauchen werden wollen. Sie reden wie ein Schauspieler. Lustig, dass du das sagst. Aber jetzt geht's ums Geschäft.
Wessen bedarfst du denn, Junge? Kirchenmaus und Sohn haben alles. Och. Ich suche was Leckeres. Ahornsirup, Käsekuchen mit Walnüssen. Das hört sich jedenfalls lecker an. Haben sie Actionfiguren, Superhelden und so? Oder gibt es was zum draußen spielen? Eine Frisbee zum Beispiel? Oder ich habe leider nicht genug Geld dabei. Also so ein Ahornsirup-Käsekuchen mit Walnüssen hört sich ja nicht schlecht an. Ich suche was Leckeres. Ahornsirup-Käsekuchen mit Walnüssen? Viel besser noch. Ein Matschkuchen mit Zweigen und Steinen in der Form eines Herzens. Matschkuchen? Ich glaube, ich habe gerade keinen Bedarf. Er ist äußerst realitätsgetreu. Matschliebhaber wissen, wovon ich spreche. Nicht wahr, mein Sohn? Bald wird er den ganzen Laden hier übernehmen. Dann gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand. Bald kannst du deine eigenen Matschkuchen verkaufen. Junior? Er ist schüchtern, aber ein grausam guter Geschäftsmann. Ich glaube an ihn. Ganz, ganz fest. Hörst du? Junior? Es ist so schön, den eigenen Lebensabend abgesichert zu wissen. Nun, dann nimm für dieses Mal einfach unser kleines Werbegeschenk entgegen. Ein roter Faden für dich. Komm, ich bind dir ein den bisschen Faden komische an eine Augen. Lustige, runde Münze. Oder er hat die Augen zu. Die hier übrigens nicht als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Sehr dekorativ. Danke. Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich bald zurückführen zu Kirchenmaus und Sohn, wenn du denn Bedarf an schönen Dingen hast. Dingen jeder Art. Suchst du schöne Dinge? Kleine Dinge? Runde Dinge? Tolle Dinge? Volle Dinge? Leere Dinge? Schwere Dinge? Dinge mit Zucker? Dinge mit Matsch? Ja. Quatschdinge? Okay. Suchst du Dinge? Komm zu Kirchenmaus und Sohn. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Bald werde ich mein Geschäft meinem talentierten Sohn übergeben, damit ich mich auf der Kokospalminsel zur Ruhe setzen kann. Wir sammeln nur noch genug Geld für die Reise zusammen. Stimmt's, Junior? Junior? Vielen Dank. Ich werde mich sicher an euch wenden, wenn ich... Dinge brauche. Sachen haben wir auch. Gut. Dinge und Sachen. Und Zeugs. Dinge, Sachen und Zeugs. Du hast's erfasst. Das werde ich jedenfalls im Hinterkopf behalten. Wenn ich mal Zeugs oder Dinge oder auch Sachen brauche, dann komme ich wieder. Ich glaube, die anderen zwei Optionen, die schenke ich mir jetzt gerade mal. Das machen wir ja später. Gucken wir uns mal das zugewachsene Wandbild an. Ein trauriges Menschengesicht hinter Efeu. Wer das wohl gemalt hat? Unheimlich großer Baum. Eine ganze Stadt passt unter den Baum. Wer sich da oben in der Krone des Baumes einen Kobel baut, hat sicher einen super Ausblick. Das kann ich mir vorstellen. Gucken wir mal die riesigen braunen Pilze an. Die riechen nach nasser Erde. So sind mir Pilze viel lieber als in Mamas Salaten. Uah. Und hier den Blick auf Mauswald. Schöner Ausblick. Von hier aus kann man das Café und die Stadtmauer sehen. Und eine von den Kanonen der Mauswachen. Na, da oben sieht man die. Ja, ich glaube, das war's. Wir gehen jetzt weiter. Ins Ungewisse. Hier ist wieder so ein Posthorn. Soll man damit jemanden rufen? Was gibt's hier so zu sehen? Großen Kürbis. Ganz schön rund. Die anderen auch. Aber der hier besonders. Den engen kleinen Tunnel zwischen den Wurzeln. Um hier durchzukommen.
dazu passen, müsste man ungefähr halb so groß sein wie ich. Der Baum. Der Baum ist wie ein zweiter Himmel über Mauswald. Nur grüner und baumiger. Ist auch schön, dass sie jetzt für diesen Baum in verschiedenen Ansichten verschiedene Sachen zu erzählen haben. Schreinerei der Igelbrüder. Hier sind sie immer holzlich willkommen. Niemand da. Hier muss ich zum Beispiel zugeben, sehe ich jetzt... Ach, doch, einen sehe ich von diesen Tropfen. Den sehe ich hier. Aber... Noch so ein Tropfen. Wie eben auf dem Bild die drei. Ich glaube, hier sehe ich sonst keinen. Machen wir mal weiter. Hier die seltsame Tür. Seltsam. Und verschlossen. Der seltsame Briefkasten, passend zur seltsamen Tür. Da steht A. Molena. Bitte keine Werbung einwerfen. Wie mysteriös. Ein Blattboot gucken. Wow, was für ein großes Blatt. Hier haben wir noch ein Holzbrett. Verlorenes Stückchen Holz. Es wird alles gut. Wir finden deine Mami schon. Stecken wir einfach mal ein. Und dann gucken wir mir den klaren Bach an. Schön, wie der so vor sich hin plätschert. Komischer Kürbis. Irgendwas an diesem Kürbis ist anders. Er ist rund und groß und orange. Ah, ich komme nicht drauf. Aber irgendwas ist anders an dem hier. Haus am Fuß des Baumes. Es sieht aus wie Holz. Es riecht wie Holz. Ich glaube, ja, ich glaube, das Haus ist aus Holz. Echt hübsch. Oh, gehen wir doch mal hier rüber. Mal den orangen Kürbis an. Die Kürbisse hier werden erstaunlich groß. Andererseits rede ich jetzt regelmäßig mit Mäusen meiner Größe. Dagegen ist so ein Riesenkürbis fast wieder unspektakulär. Die Krähenstatue. Wie seltsam. Ich dachte, Krähen sind hier ein Problem. Den Bienenstock gucken wir uns auch noch an. Da ist nicht eine Biene drin. Dem süßen Duft nach zu urteilen, ist das Volk aber erst vor kurzem ausgeflogen. Das war's jetzt, glaube ich, auch. Gehen wir mal weiter. Nur hier ein Fass. Nemo. Wir brauchen neuen Blausaft. Tja, das Fass ist wohl leer. Aber der Zapfhahn ist noch zu gebrauchen. Oh, den krallen wir uns auch gleich. Eine halbe Statue. Was für eine merkwürdige Statue. Der obere Teil fehlt. Jetzt hat sie keine Augen mehr. Steinplatte mit Kleeblatt. Hier gab es dazu nicht zu berichten. Ja. Sprechen wir hier nochmal mit dem mürrischen Gartenbesitzer, den wir vorhin auch schon gesehen haben. Schöner Garten. Nur gucken, nichts anfassen. Na, und ich habe ja gefragt, ob ihr ihn erkannt habt. Also ich bin der Überzeugung, dass das Gronkh sein müsste. Aber ich kann mich auch irren. Eine Hake. Die nehmen wir vielleicht auch mal mit. Das ist aber eine harte Hake. Die gehört wohl der Hasenfamilie. Die könnte noch nützlich werden. Hey, hey du! Was machst du da mit unserer Familienhake? Oh, ich leihe sie mir nur kurz aus.
Letzte Nacht hat der Wind so viele Blätter auf unseren Rasen geweht. Aha, also gut. Na dann mal los, das Laub hakt sich nicht von alleine. Wollen Sie mir den Partygast an? Hey Sie, alles in Ordnung? Kaffee. Könnte mich täuschen, aber ich glaube, der will Kaffee haben. Können wir hier vielleicht irgendwie seine Tasse mitnehmen? Hey Sie, alles in Ordnung? Kaffee. Vielleicht hier aus der Schüssel mit Abwasch irgendwie eine Tasse mitnehmen. Kaffee gibt's ja im Café. Trinkt sich wohl jemand vor dem Abwasch? Ich meditiere. Guck mal. Haus der Familie. Das Hase. Sind aber viele Briefkästen. In unserem Haus ist viel Platz. Wir haben sogar mehr Stollen als die Waldzwerge. Aber klar, die sind ja auch nur zu dritt. Schöner Garten. Das ist Privatbesitz. Ist ja gut. Das ist aber sehr mürrisch, der mürrische Hase. Eine hübsche Blume. Diese große Blume ist wirklich interessant. Hey, was schnüffelst du da drüben herum? Ich bewundere nur die schöne große Blume. Ach, Blume, papalapap. Gucken wir uns mal die Schilder hier an. Rechts liegen die Gärten. Klar. Über die Baumwurzel geht es zum Stadtplatz. Und wenn ich dem Pfad in die andere Richtung folge, komme ich zum Stadtrand. Ich habe hier schon wieder drei von diesen magischen Tropfen gesehen. Nämlich hier einen. Na, da, so. Noch einer. Dann hier einen. Wieder einer. Und auf der Blume ist auch noch mal einer. Die auch gesehen? Noch so ein Tropfen. Hey, diese Maus hier, also die ist echt irgendwie. Die hat zu viel Kaffee getrunken, glaube ich. Die ist echt so ein bisschen auf. Ja, einmal hin und her, hin und her. Die macht einen ganz wuschig. Sind wir einmal komplett durch die Stadt gelaufen, haben wir einen Rundgang gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.